Und willkommen zurück bei Pirates. Der spanische Piratenjäger wartet noch auf uns. Und da wollen wir ihn ja auch nicht zu lange warten lassen. Na, irgendwas davon dürfte treffen. Dass sie dafür überhaupt noch Freiwillige finden, um mich zu jagen. Und ran. Genau. Wir rammen ihn einfach. Schnappen unser Rapier. Meine Hoffnung ist gerade, dass vielleicht auch ein paar der Spanier sich unserem Beutezug noch anschließen. Tja, und auch so werden Hoffnungen enttäuscht. Manchmal, genau. Cartagena lassen wir jetzt natürlich außen vor, da wissen wir ja, dass das nichts bringt. Wir fahren nach Charleville. Warum, fragt ihr euch, eine französische Siedlung? Ganz einfach, wir reden einmal mit dem Bürgermeister. Aha. Ja, schön, dass ihr euch da auf den Weg macht. Das interessiert mich jetzt dann nicht. Und zwar gehen wir in die Schenke. In Nevis. Ja gut, das ist eine englische Stadt, das interessiert mich wirklich. Meine Hoffnung ist, dass hier der Händler, genau, dass der Händler ein paar Gold übrig hat. Und die wir mit ihm austauschen können, im Gegensatz zu einem, ja, im Austausch für ein paar Waren. So. Oh. Dann geht's auch gleich weiter. Na, kriegen wir die? Kriegen wir die? Kriegen wir die? Kriegen wir die? Was ist denn das? Französische Schaluppe. Die interessiert uns jetzt mal gar nicht. Und zwar die spanische Handelsgaleone. Das ist jetzt hier unser Ziel. Die ergeben sich schon mal. Ja, ihr interessiert mich eigentlich auch gerade nicht. Das Ziel ist gerade wirklich Nombre de Dios. Und im Anschluss. Na. Eieiei. Vielleicht nehmen wir sie doch noch ran, wenn wir sie noch in Reichweite kriegen. Ja. Weil die könnten ja sozusagen noch direkt vor uns warnen. Was wollen wir ja nicht. So, jetzt haben sie nämlich gleich wirklich Probleme, die Geschütze zu besetzen. Mal ein paar mal ran. Echt. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass wir hier noch wirklich einen Kampf mit den Spaniern haben. Nö, ich habe keine Lust mit euch zu kämpfen. Genau. Nombre de Dios. 100 Soldaten. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon gesehen. Das ist ja ganz gut machbar. An sich. So. Die müssen auch gar nicht sehr viel näher ran. Die gehen so rum, sage ich einfach mal. Ihr geht vorwärts. Wir haben jetzt ja halt recht viele kleine Truppen. Ah, ich bin gespannt, wie viele Truppen die Spanier haben. 1, 2, 3 sehen wir ja. 4. Einer im Wald. 3 außen vor.
So. Ah, das war jetzt, glaube ich, eins zu nah ran. Ja. Eigentlich wollte ich die noch aus dem Kampf raushalten. Na gut. Das sieht eigentlich ganz gut aus, weil die fliehen jetzt. Ihr zieht nach. Ihr geht durch den Wald. Ihr dürft euch sonst vielleicht so ein bisschen opfern. So, dann gucken wir mal, was die Spanier machen. Sicherlich ein bisschen auf uns schießen. Allerdings dürften sie jetzt schon so ziemlich gut in Schlagreichweite sein. Ah, okay, das war klar. Gut, aber die haben wir gleich. Die nehmen hier sonst spätestens unsere Piraten aus dem Wald. Wenn das überhaupt notwendig wird. Gut, dann haben wir jetzt diese Runde jetzt Zeit, ein bisschen auf die Spanier einzuschießen. Ich wollte auch schon mal ein sehr tapferer Spanier. Damit haben sie auch nur noch eine Einheit. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir nicht aus Nombre de Dios, jawohl, eine holländische Stadt machen können. Dann gehen wir erstmal zum Händler, der ja gerade erst angekommen ist, aber schon massig Gold hat. Ich verkaufe mal ein paar Geschütze. Und dann verkaufen wir auch noch mal einige Tonnen Lebensmittel. Ich gehe natürlich zum Schiffsbauer. Ah, vielleicht gehen wir erstmal in die Schenke, einmal ganz kurz. Trinidad, ja, das interessiert uns jetzt nicht so brennend. Gehen wir natürlich zum Gouverneur. Hier ist es ruhig und trostlos, ja, wie üblich. Genau, die Holländer haben immer noch Krieg mit allen. Und wir sind Graf. 100 Morgen Land und attraktive Tochter. Nee, gerade nicht. So, dann geht's jetzt aber in die Schenke. 41 Mann. Mhm. Genau, und dann geht's jetzt für uns weiter nach Westen. Das hatten wir ja angekündigt, dass das diesmal sozusagen unser Ziel ist. Der hohe Nordwesten eigentlich, aber ja, wir nehmen auch hier diesen Westen mit. Und greifen natürlich spanische Städte an, Puerto Bello. Startposition wechseln. Ah, wir können eigentlich zwischen Pest und Cholera entscheiden. Machen wir das hier. Gut, da oben sind ganz viele Spanier. Da bin ich ja mal gespannt, wir können doch nicht von hier schießen, ne? Nee. Ja. Also ganz glücklich bin ich gerade. Ach nee, das ist natürlich auch falsch. 1, 2, 1, 2, ja. Ja. Da habe ich gerade nicht so richtig aufgepasst. Ja, super. Und die Spanier laufen jetzt hier unten am Strand lang, oder was? Ah, da vorne kommt man durch, okay. Das ist für mich natürlich gut zu wissen. Das habe ich gerade eben nämlich noch nicht so gesehen gehabt. So, die Offiziere gehen hier erstmal durch. Ah, okay, guck. Guck einer an. Da kommen Indianer ran. So. Die müssten doch... Echt, warum könnt ihr eigentlich noch nicht schießen? Und da habe ich euch jetzt natürlich ganz blöd hingestellt, weil ihr versperrt jetzt dadurch ihn hier den Weg. Ja. Vollkommen. Ja, man sollte auch besser aufpassen, welche Einheiten man gerade aktiv hat.
Gut, die Piraten gehen vor. Was machen die Spanier da? Also wenn ich sage, das Ganze hat System, was sie machen, dann würde ich lügen. Gut, so, dann wird erstmal ihre erste Einheit nochmal verkleinert, sozusagen. Na, reicht das schon? So. Gut, ihr zieht euch einen zurück, ihr zieht euch nach da zurück. Und ihr zieht euch nach hier zurück. Es sieht vielleicht merkwürdig aus, aber entschuldigt mich. Ich möchte die Spanier da gerne kommen lassen. Also die Indianer. Mal kurz gucken, machen denn die, tun mir die Spanier den Gefallen? Ja. Okay, dann seid ihr zuerst dran. Schön, wir können schon mal auf die Spanier wieder schießen. Immerhin etwas. So, ihr geht noch eins näher ran, weil dann können die Jungs nämlich in der nächsten Runde mitmachen. Falls es dann natürlich dann noch viel zu mitmachen gibt, weil eigentlich dürfte dort nur noch gleich die eine Einheit stehen. Genau. Und bevor ihr angreift, schießt ihr eben einmal rein. Genau, 36% Schaden, so sollte das sein. Ja, da werden meine Piraten gerade so ein bisschen zusammengeschossen. Aber das lassen wir uns aber nicht so gefallen. Kurz gucken. Die können schießen. Die können schießen. Ja, das hat sich ja doch gelohnt. Genau, eben kurz über den Berg laufen. Ja, ganz merkwürdig, aber so kann man auch eine Schlacht gewinnen. Mal kurz gucken. 2000 Goldstücke und wieder ein holländischer Bürger. Und Port de Paix, nee, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Gehen wir natürlich zuerst zum Händler. Und verkaufen wir nochmal fleißig Lebensmittel. So, dann haben wir nämlich gleich wieder ein bisschen mehr Platz im Lagerraum. Und es geht zum Gouverneur. Lieber Graf Baker L'Orange, ja, ich weiß, ihr habt immer noch Krieg mit allem. Ah, nicht mehr lange und wir werden zum Marquis befördert. Naja, auf das Tanzen habe ich echt einfach gerade keine Lust. Ja, jetzt müssen die Niederländer es nur noch schaffen, diese ganzen Städte aufzuhalten. Ich will mal eben einmal kurz die Karte aufrufen. Und zwar ist ja hier oben Campeche eigentlich unser Ziel. Panama lassen wir jetzt Panama sein. Gran Canada lassen wir auch Gran Canada sein. Unser Ziel ist ja wirklich hier oben Campeche. Und da machen wir uns jetzt direkt auf dem Weg hin, halt so ein bisschen an der Küste entlang, in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch ein, zwei Spanier unterwegs sehen. Ja, wenn das mal nicht ein Monsterplan ist, den wir hier aushacken.
Aber das werden wir dann gleich sozusagen sehen. Vor allem bin ich mal gespannt, wie begeistert unsere Jungs davon sind, jetzt so lange zu reisen. Das erfahrt ihr und noch vieles mehr, aber erst in der nächsten Episode. Ich sag bis dann.